Zur heutigen Pressekonferenz zum Spiel HBW Balingen-Wallstetten, Handball-Sportverein Hamburg, begrüße ich die beiden Trainer, Thorsten Jansen vom HSV. Toto, dir herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Unseren Trainer Jens Bürgle. Endstand der Partie 23-28, Halbzeit 11-14. Toto, dein Fazit zum Spiel. Ja, erstmal bin ich überglücklich, dass wir hier gewinnen konnten. Das ist nicht selbstverständlich und ja, ich finde, wir haben die Partie bis zum 14-20 im Griff und dann passieren uns Sachen, die uns sonst wirklich fast nie passieren. Wir gehen auf eine erste Aktion, versuchen da irgendwelche Traumanspiele zu machen und bringen Balingen da wieder ins Spiel und das, wenn es ein bisschen bescheidener für uns läuft, dann kann das Spiel sogar noch gedreht werden und das ist das Einzige, was mich jetzt ein bisschen ärgert, habe ich jetzt gesagt und dann bin ich damit auch durch und ja, letzten Endes denke ich, insgesamt verdienter Sieg und wir haben jetzt dann noch eine ganz schöne Rückfahrt, die 10 Stunden. Vielen Dank. Jens, dann darf ich auch dich um deine Spielzusammenfassung bitten. Erstmal Glückwunsch. Ich sehe es auch, es war verdient, absolut verdient. Und ich glaube auch sehr treffend zusammengefasst. Hamburg hat das sehr, sehr routiniert, sehr lang gespielt, wirklich bis zum 14-20. Wir sind dann allerdings auch da, also so die Angriffe ein bisschen kürzer spielen und bestrafen es recht zügig dann auch. Und das war die einzige Phase, wo wir so wirklich Tempo dann auch ins Spiel reinkriegen. Wir hatten Anfang oder Mitte der ersten Halbzeit schon mal so ein kleines Ding, wo es aufs 8-8 wieder hingeht. Aber dann die zweite Halbzeit, als es dann auf 21-22 wieder eng wird, da hat man schon einen kurzen Lauf, einen kleinen, und kriegen dann mit der Zeitstrafe dann auch wieder den Dämpfer oben drauf und ziehen dann entsprechend oder lassen Hamburg wieder entsprechend wegziehen. Ich glaube, verdient, haben die Fehler von uns bestraft, hatten, glaube ich, in ein paar Bereichen einfach besser gespielt als wir, Gegenstoß besser gespielt. Und die Big Points haben wir nicht gesetzt, gerade in dieser Phase, als es eng war, wo wir vielleicht ein bisschen Druck aufüben können auf Hamburg. So waren sie die ganze Zeit vorne und damit verdient gewonnen. Ganz kurz zu was erwähnt, Zeitstrafe. War das Zeitstrafverhältnis von 7-1 mit ausschlaggebend heute? Ich glaube, es war 8-1. Das Zeitstrafenverhältnis. Ja, ich glaube, wir haben im 6 gegen 6 nicht so schlecht verteidigt. Das war nicht so verkehrt. Gegenstoß von Hamburg war gut. Unterzahl, Abwehr von uns hat es nicht geschafft, den Angriff da entsprechend zu stoppen. Dann war es dann wahrscheinlich im Verhältnis nachher ein bisschen viel, damit wir das nachher auch stoppen können. Im 6 gegen 6 war die Abwehr, glaube ich, ganz vernünftig. Vielen Dank. Dann möchte ich die Pressekonferenz beenden. Thorsten, ich wünsche euch gute Heimfahrt und alles Gute im weiteren Verlauf der Saison. Vielen Dank.